So, meine Wiesel, da sind wir wieder zurück in Hogsmeade. Mir qualmt schon der Kopf, wie man sieht, weil es eh einfach zu viel gibt. Ich bin komplett überfordert, komplett durchgedreht. So, nein, in Wirklichkeit ist ein Kessel, der da im Hintergrund steht. Ich habe mich ein bisschen bequemer hingesetzt, weil wir werden Hogsmeade heute unsicher machen. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Ich würde mich mega über eure Unterstützung freuen. Mein Ziel ist es, dieses Jahr die 100.000 zu knacken. Ich weiß, wir sind ganz am Anfang, ist ein weiter Weg, aber mit euch zusammen schaffen wir das bestimmt. Also jedes Abo zählt. Wir werden jetzt auf jeden Fall Hogsmeade weiter unsicher machen, weil Nati wartet schon. Die ist schon ziemlich unsicher. Ungeduldig, Entschuldigung. Weil ich überall reinrennen möchte und ich muss alles... hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir. In der letzten Folge sind wir schon reingerannt. Da waren wir auch. War ich hier drinne? Nati, es tut mir leid. Aber es gibt hier überall Sachen, die wir erkunden können. Ah doch, hier waren wir schon bei ihm. Aber hier müssen wir eh hin. Hier haben wir eh was zu tun. Aber jetzt noch nicht. Dürfen wir noch nicht. Okay, Nati. Wo geht unsere Reise hin? Ich bin bei dir. Ceridvens gefährlicher Kessel. Handbuchseite. Dieser wackelige Stapel Kessel vor Ceridvens Laden wirbt für die Waren darin. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt beim Brauen wirkungsvoller Zaubertränke. Ja gut, davon gehe ich aus. Nati, es tut mir leid, wirklich. Verzeih mir bitte, dass ich hier überall reinrenne. Aber guckt euch das mal an, hier ist überall Zeugs. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Oho, jede Menge. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Okay, Freunde. Danke, Nati. Wir sehen uns später. Bis später. Hauen Sie rein. Oh, Leute. Hier sind überall Sachen. Wir können überall gucken. Aber auf jeden Fall, wir gehen zuerst zu Ollivander. Da gehen wir als allererstes hin und holen uns unseren Zauberstab. Ach, da komme ich gar nicht rein. Okay, hat sich das schon mal erledigt für uns. Oh, Entschuldigung. Sie fliegt einfach mit ihrem Besen hier rum. Kann ich hier auch einen nehmen? Was? Wow. Ich dachte, die fällt runter. Ja, komm. Du schaffst das nochmal. Ha. Ich liebe es. Die hat voll Spaß. Ich will auch. Und hier haben wir Ollivander, oder? Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Wir kriegen unseren Zauberstab. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment, bitte. Okay. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Oh ja. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Hm. Ich bin immer noch so gehypt, ne? Nein, 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 du nicht. Ah, ja.
Ja. Hm. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Hm. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Hm, seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Oh. Boah, ich glaube. Ja, gar nicht zu Ihnen, was? Nee. Wir finden schon etwas für Sie. Hm. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, er geht. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ist das unser Stab, Freunde? Du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Oh ja. Das müsste unser Stab sein, Freunde. Und wir können sogar noch sofort. Faszinierend. Ach, wir können den. Krass. Wir können ihn noch so erstellen, wie wir das gerne hätten. Wirklich interessant. Wie nice ist das denn bitte? Faszinierend. Wirklich interessant. Also ich sag's, wie es ist. Entweder faszinierend. Er oder er. Wirklich interessant. Der ist schon nice, ne? Aber so. Was können wir hier noch? Ah, wir können hier noch, faszinierend. Jetzt bin ich ganz vorne. Okay. Wirklich interessant. Faszinierend. Ja, ja. Ist faszinierend. Aber lass mich doch mal gucken jetzt. Wirklich interessant. Wir bleiben bei Eibe. Die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Ich weiß nicht. Ich will ihm den. Der ist so ein bisschen ausgefallen. Weil er so gedreht ist, ist nicht so standardmäßig. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig.
Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Fuck, erstmal beklaut. Revelio. Mehr kann ich nicht machen, ne? Okay. Es gibt so viel, was wir uns angucken können. Ah, hier sind wir in, hier ist die Kneipe. Geil. Erstmal ein Butterbier. Oder wir beklauen die einfach. So. Geld nehmen wir gerne mit. Ich muss wieder Geld sammeln. Wir waren gerade bei Ollivander. Er hat uns schon gut Geld für den Zauberstab. Ah, da. Wir haben aber keinen Griff für unseren Schade. So ein Zauberstabgriff wäre nice. Was haben wir denn hier alles jetzt? Wie gut bist du? Bist ja aber bescheuerter. Oh Mann. Wir sehen immer bekloppter aus. Aber halb so wild. Das bringt uns alles Rüstungspunkte. So. Ja, ich bin, sorry, ich bin teilweise so sprachlos noch von all dem, was hier passiert gerade. Ich meine, wir haben unseren eigenen fucking Zauberstab. Wie geil ist das bitte? Das ist einfach unglaublich. Das macht auch noch mega Spaß. Das ist ja das Ganze daran. Weißt du, da fliegt ein Buch. Also nicht ein Buch, ihr wisst, was ich meine. Eine Seite. Schade. Hier vieles ist noch verschlossen. Aber okay, wir können jederzeit wieder zu Hogsmeade anscheinend. Das heißt, wir werden noch einiges erkunden. Revelio. Fünf Münzen, ey, nehmen wir. Was ist los? Und ein Stückchen Tee geben wir uns auch. Auf dem Weg nach draußen. So. Rebellion. Hier gibt's so viel Zeug. Unglaublich, wie viel es hier gibt. Da hab ich schon gerade. Die habe ich gesehen. Lumos.
Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Nee, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Guck mal da. Revelio. Neue Handschuhe. Aber das müsste hier irgendwo gewesen sein, ne? Das muss doch hier vorne gewesen sein. Ah ja. So wie in Schuh draus. Ey, ich komme hier, wir kommen hier nie wieder aus diesem Dorf raus, sage ich euch, ne? Da kann man nicht rein. Wir werden hier nie wieder aus diesem Dorf kommen. Hier gibt es so viel überall. Stinkbomben und... Das ist doch krass. Huch! Was war das denn jetzt? Don't push? Ich muss... Großer roter Knopf, Leute. Sorry. Meine Schuld. Ich musste noch mal drücken. Hä? Ich bin wie so ein kleines Kind gerade im Spielzeugladen. Und man sieht durch meinem Oberteil die Karte, also die Zaubersprüche. Ist nicht schlimm. Ich muss alles noch richtig einstellen, Freunde, aber egal. So. Huch! Ich komm raus! Nee! Du Hinterhältigen! Was ist denn mit dir? Schmeißt er einfach eine Bombe dahin? Weiß es nicht. Froschleichseife. Okay. Revelio. Und ich glaube, hier ist nichts mehr gewesen. Dich habe ich gesehen. Weil wir werden so viel Zeit hier verbringen. Ohne Scheiß. Das, ja. Sorry, Freunde. Verschlossen. Revelio.
Ich muss dahinter. Willkommen bei J. Pippins. Hallo. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ja. Ist ein Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Ich brauche nur... Wir haben gar nicht so viel Geld, ne? Ich brauche das. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ich kann aber auch Sachen bei dir verkaufen, ne? Sehe ich gerade. Und das hier brauchen wir ja alles nicht. Bringt uns alles nochmal... So. Rebellion. Nehmen wir uns natürlich alles mit. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz hier rein. Ob wir hier noch irgendwas haben. Ach, das verschlechtert. Da würde unsere Brille verschlechtern, ne? Ja. Ist die echt schlechter? Minus 4. Krass. Okay. Da haben wir hier wieder was erledigt. Sehr schön. Hier ist ein komischer Hut. Ach, den sehen wir gar nicht. Okay. Also können wir nicht aufziehen. Alles gar kein Problem. Wie gesagt, wir werden noch ewig in Hogsmeade rumrennen, glaube ich. So. So, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Ich würde mich mega freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.